Das Bundesverfassungsgericht hat über die umstrittene Ampelreform des Wahlrechts entschieden. In einem ungewöhnlichen Schulterschluss waren CSU und Linke ja vor das höchste Gericht gezogen und bekamen nun zumindest teilweise recht. Peinliche Panne für Deutschlands höchstes Gericht. Als die Verfassungsrichter zur Urteilsverkündung schreiten, war schon bekannt, was sie gleich zur Wahlrechtsreform verkünden werden. Der Text landete bereits am Vorabend auf dem Gerichtsserver zum Download. Was die Richter dann verkünden, ist nur zum Teil eine Bestätigung der Wahlrechtsreform der Ampelparteien. Hingegen verstößt die 5%-Sperrklausel derzeit gegen den Grundsatz der Wahlgleichheit und den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien. Eine Klatsche für die Ampel. Die geplante Streichung der Grundmandatsklausel wird von den Richtern abgewiesen. Diese sei unvereinbar mit dem Grundgesetz. Ein klarer Sieg für CSU und Linke. Denn die Klausel sichert Parteien den Einzug in den Bundestag zu, die mindestens 3 Wahlkreise direkt gewinnen. Bei den Linken war das zuletzt der Fall. Auf jeden Fall hat die Ampel einen schwerwiegenden Fehler gemacht, denn sowohl die Union als auch die Linke haben sie darauf hingewiesen, dass das Grundgesetz widrig ist. Es verletzt die Gleichheit der Stimmen bei der Wahl, es verletzt die Chancengleichheit der Parteien und vieles andere mehr. Auf der anderen Seite schwoll der Bundestag nach jeder Wahl immer weiter an. Größer als das deutsche Parlament, als Volksvertretung ist nur noch die Volkskammer in China. Den Bundesbürgern ist das nicht mehr vermittelbar. Deshalb stimmten die Richter wohl dem anderen Teil des neuen Wahlgesetzes der Ampel zu. Überhangs- und Ausgleichsmandate werden abgeschafft. Wenn eine Partei bisher über die Erststimmen mehr Mandate gewann, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustanden, fielen diese als Extramandate an. Die anderen Parteien bekamen dafür Ausgleichsmandate. So wurde das Parlament immer größer. Mit dem neuen Wahlrecht soll es auf 630 Abgeordnete begrenzt bleiben, indem nur das Zweitstimmenergebnis über die Sitzverteilung entscheidet. Diesen Teil der Reform hat das Bundesverfassungsgericht heute ausdrücklich bestätigt, die Neukonzeption der Erst- und Zweitstimme. Und das ist ein großer Erfolg, nachdem man jahrelang immer wieder versucht hat, den Bundestag zu verkleinern und das gerade wegen der CSU nicht geschafft worden ist. Von daher, das ist ein guter Tag heute. Für die CSU ist das ein Nachteil. Sie hat in der Regel viele Wahlkreissieger. Die dürften bald nicht mehr alle in den Bundestag einziehen, denn bei der letzten Wahl holte die Partei bundesweit nur 5,2% der Zweitstimmen. Das Urteil der Verfassungsrichter könnte damit für weiteren Zündstoff zwischen Regierung und Opposition sorgen. Ich möchte darüber sprechen mit Marco Reinke für uns in Karlsruhe. Ja, Marco, also teilweise hat die Ampel recht bekommen, teilweise aber auch Linke und CSU. Was bedeutet das jetzt konkret für die Wahl im kommenden Jahr? Es bedeutet allen voran, dass gut 100 Abgeordnete weniger in den Deutschen Bundestag einziehen werden, also die Verkleinerung in jedem Fall stattfindet. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass CSU und Linke in jedem Fall aufatmen können, zumindest vorerst, denn es hätte ja am Ende gedroht, dass beide Parteien dann eben durch den Wegfall der Grundmandatsklausel, wir haben es gerade schon gehört, also wenn eine Partei mindestens 3 Wahlkreise gewinnt und trotzdem unter der 5%-Höhe, das kann sie trotzdem einziehen, dann hätten eben CSU und Linke doch aus dem Bundestag fliehen können. Das droht nun erst einmal nicht. Und über dieses Urteil konnte ich vorhin mit dem stellvertretenden Fraktionschef der SPD, mit Dirk Wiese, sprechen. Der war heute nämlich hier auch anwesend. Und ich habe ihn unter anderem auch natürlich gefragt, wie er denn jetzt auf dieses Urteil blickt. Hören wir da mal rein. Ich schaue sehr positiv auf das Urteil, weil es dieser Koalition gelungen ist, dass wir die Verkleinerung des Deutschen Bundestages hinbekommen haben. Der Deutsche Bundestag wird nicht mehr größer als 630 Abgeordnete sein. Diesen Teil der Reform hat das Bundesverfassungsgericht heute ausdrücklich bestätigt, die Neukonzeption der Erst- und Zweitstimme. Und das ist ein großer Erfolg, nachdem man jahrelang immer wieder versucht hat, den Bundestag zu verkleinern und das gerade wegen der CSU nicht geschafft worden ist. Von daher, das ist ein guter Tag heute. Gregor Gysi hat trotzdem hier bei seiner Ankunft davon gesprochen, weil das Urteil ja auch schon im Vorfeld durchgesickert ist, dass die Ampel einen schweren Fehler damit gemacht habe und das Gericht das hier korrigiere. Was würden Sie sagen, wie schwer war dieser Fehler denn am Ende? Denn Teile sind ja eben doch als verfassungswidrig eingestuft worden. Das Bundesverfassungsgericht hat im Hinblick auf die Grundmandatsklausel, glaube ich, eine sehr wichtige Entscheidung getroffen, die wir auch sehr ernst nehmen und damit auch festgelegt, wie das Wahlrecht 2025 bei der Bundestagswahl 2025 abzulaufen hat. Aber bei aller Kritik von Gregor Gysi, wenn Sie mir das gestatten, ich glaube nicht, dass die Grundmandatsklausel die Herausforderung für die Linkspartei ist in der aktuellen Situation, sondern die wirkliche Herausforderung der Linkspartei ist Sarah Wagenknecht.
Noch eine abschließende Frage. Ich habe es gerade schon gesagt, das Urteil war nun schon im Vorfeld öffentlich. Hat Sie das überrascht? Naja, das war schon überraschend gestern, aber überall können mal Fehler passieren. Das ist menschlich. Ich würde das nicht zu hoch gewichten. Nochmal, für mich und für unsere Fraktion der SPD ist heute wichtig, die Reform hat im Großen und Ganzen Bestand. Die Größe des Bundestages ist zukünftig 630 und damit ist uns endlich nach Jahren der Reformbemühungen die Verkleinerung des Deutschen Bundestages gelungen. Und das ist die entscheidende Botschaft heute hier aus Karlsruhe. Und Dirk Wiese hat ja in dem Interview auch gerade schon die Linken angesprochen. Gregor Gysi, seines Zeichen ja auch Rechtsanwalt und Beschwerdeführer hier vor dem Verfassungsgericht, der hat vorhin dazu gesagt, dass er die Linken mit diesem Urteil im Aufwind sieht und damit ja auch hoffnungsvoll dann auf die Bundestagswahl schaut. Von daher schauen wir da mal, was die Linken betrifft. Marco Reinke, danke schön nach Karlsruhe.